Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch Neuzugänge mit dem Regal vorstellen und ich kann schon mal sagen, heute sind Besonderheiten dabei wie Hörbücher und zwei vergessene Bücher. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Das hier ist das Gesamtpaket, das ich euch heute vorstellen möchte. Es sind tatsächlich gar nicht so viele Bücher im Juni bei mir eingezogen. Und erstmal möchte ich anfangen mit den Büchern, die ich im letzten Neuzugänge-Video tatsächlich vergessen habe. In meinem Blogpost sind sie, glaube ich, mit erschienen, deswegen kann der ein oder andere sie bereits gesehen haben. Ja, aber im Video habe ich sie tatsächlich vergessen. Und anfangen möchte ich mit diesem Buch. Jennifer Estep mit Frostfluch. Das ist der zweite Band der Mythos Academy. Und als Taschenbuch in der broschierten Ausgabe hatten die ja noch so ein weißes Cover und im Taschenbuch sind sie jetzt so glänzend geworden. Es ist bei mir schon eine ganze Weile her, dass ich den ersten Band gelesen habe, aber der hat mir ganz gut gefallen. Und ich glaube, diese Reihe war tatsächlich damals mal ein Hype. Und ich habe diesen Hype nie mitgemacht, habe dann später mal angefangen und dachte mir so, ach komm, ich will ja rein beenden. Also mache ich mit dieser Reihe weiter und habe mir den zweiten Band einfach mal zugelegt. Als ich eigentlich für eine andere Reihe shoppen war, ich habe dieses Buch nämlich gleichzeitig mit dem Paper Prince und Paper Palace zusammen gekauft. Weil es sich jetzt um einen zweiten Band handelt, lese ich euch die Inhaltsangabe mal nicht vor. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, die Reihe weiterlesen zu können. So, es folgt ein weiteres Buch, das ich im letzten Video vergessen habe. Und zwar Markus Zusak, Der Joker, ist mir von Emma verkauft worden. Es ist ein gebrauchtes Exemplar, deswegen sind hier hinten auch schon ein paar Rillen drin. Aber mein Gott, das ist ja nun nicht so schlimm. Ich habe es für 5 Euro von ihr bekommen und das ist voll in Ordnung. Der Joker, Fersengeld, ja, das ist das schöne Cover hier vorne. Das hat eine sehr gute Freundin von mir, hat das vor ein paar Jahren mal gelesen und hat das super, super gut gefunden. Und da musste ich dann einfach zuschlagen, als ich das bei Emma gesehen habe. Und da kann ich euch jetzt die Inhaltsangabe auch einmal vorlesen. Kurz bevor ich in den Bankraub geraten bin, habe ich Bilanz über mein Leben gezogen. Ein Taxifahrer, der schwindelt, was sein Alter angeht. Eigentlich muss man 20 sein, um Taxi fahren zu dürfen. Keine Ausbildung, keine Freundin, nur eine schäbige Hütte und ein sabbernder Hund namens Türsteher. Eddie Kennedys eintöniges, richtungsloses Dasein ändert sich schlagartig, als er eines Tages einen Banküberfall verhindert und einen Ass im Briefkasten findet. Die erste von 4 Spielkarten, die seinem Leben eine höchst denkwürdige Wendung geben. Und ich weiß, dass dieses Buch super spannend ist oder es zumindest sein soll. Und deswegen freue ich mich schon darauf, das zu lesen und freue mich jetzt erstmal, dass es endlich mal in meinem Regal steht. Kennt ihr das Buch schon? Habt ihr es schon gelesen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt geht's endlich mal weiter mit einem Buch, das wirklich in diesem Monat bei mir eingezogen ist. Und zwar Lea Lina Oppermann mit Was wir dachten, was wir taten. Es handelt sich um ein Leseexemplar, wie ihr hier unten so schön seht. Und zwar habe ich dieses Leseexemplar bei der Witwerlesung in Stuttgart bekommen, als ich Mitte des Monats, im Juli natürlich, beim Stuttgarter Blubber- und Bücherstammtisch mit dabei war. Und die Lesung war absolute Klasse. Wir hatten hinterher die Möglichkeit, ob wir ein Leseexemplar mitnehmen wollen oder nicht. Ich wollte natürlich. Dabei fällt mir ein, dass da auf meinem Blog tatsächlich noch keine Rezension erschienen ist bisher. Vielleicht ist sie erschienen, bis dieses Video online geht. Ansonsten schaut später nochmal wieder rein. Oder unten in die Infobox, da verlinke ich euch natürlich immer was. Als Videoformat ist die Rezension nämlich schon da. Und da wir das Leseexemplar bekommen haben, muss die Rezension hinterher natürlich auch an den Witwer, an die Buchhandlung zurückgehen. Aber das tut man doch gerne dafür, dass man dieses Buch einfach so mitnehmen durfte. Es hat auch nur 176 Seiten oder 177 Seiten und ich habe dieses Buch direkt am nächsten Tag, an dem Sonntag, noch beenden können auf der Rückfahrt und war sprachlos. Und ich lese euch jetzt erstmal die Inhaltsangabe vor. Kann sein, dass es dich verändert. Kann sein, es lässt dich kalt. Kann sein, dass du schon davon gehört hast, im Fernsehen oder in den Schlagzeilen. So viele Reporter, die darüber berichtet haben, Fotos geknipst und mit dem Rektor gesprochen. Wenn ja, vergiss es. Nichts davon ist wahr. Wir werden dir erzählen, was wirklich passiert ist. Wir waren dabei.
Ja, das ist eine unheimlich spannende Geschichte. Es gibt noch einen Klappentext hier drinnen, aber den lese ich euch jetzt nicht vor. Der spoilert nämlich tatsächlich etwas. Aber was ihr gerade schon sehen konntet, ja, das Buch ist für mich tatsächlich signiert worden und da ist mein Zettelchen rausgeflogen. Das Buch ist für mich signiert worden und ich freue mich sehr, das Buch in meinem Regal stehen zu haben. Gelesen habe ich es natürlich direkt, ja, habe ich ja schon gesagt. Und was neu in diesem Monat ist, ich will euch das erste Mal meine Neuzugänge im Hörbuchbereich vorstellen, weil ich tatsächlich 3 Hörbücher gekauft habe im letzten Monat und ich mir so dachte, okay, gut, weil ich ja nun ein bisschen mehr Hörbücher höre, kann ich euch die auch vorstellen. Ich will keinen direkten Sub eröffnen, was Hörbücher angeht, aber ich berichte euch einfach mal, welche Hörbücher ich mir gekauft habe und dann könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Und als erstes habe ich mir hier die Bibliothek der besonderen Kinder zugelegt. Das ist der 3. Band einer Trilogie und ich habe die ersten beiden Bücher bereits bei Audible zu Ende gehört. Also auf dem iPad als Hörbuchformat habe ich die ersten beiden Bände gehört. Und jetzt ist der 3. demnächst dran. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es zu Ende geht. Ich will ja nicht gerne mixen zwischen Buch oder Hörbuch oder Film, wie auch immer. Deswegen, wenn ich jetzt als Hörbuch angefangen habe, höre ich auch als Hörbuch weiter. Und da muss dann der 3. Teil natürlich irgendwann herhalten. Ich lese euch jetzt mal nicht vor, worum es geht. Ist halt der 3. Band und das Ende einer Trilogie. Außerdem war bei Audible in der letzten Woche des Monats ein kleines Serien-Special, Reihen-Special, wie auch immer man das nennen möchte. Und zwar hatte Audible jeweils, ich weiß gerade nicht genau wie viele, aber von mehreren Serien den ersten Band für ein halbes Guthaben oder für 4,95 € zu verkaufen, wenn man nun ein Abo bei Audible hat. Wenn man kein Abo hat, ist es natürlich ein bisschen teurer, aber wenn man ein Abo bei Audible hat, und ich habe ja nun eins, dann konnte man sich für ein halbes Guthaben halt jeweils den ersten Band einer Reihe holen. Und ich dachte mir so, okay, ich suche mir jetzt 2 erste Bände raus, ich habe auch 2 gefunden und ich stelle euch jetzt den ersten mal vor. Und zwar bin ich über diesen ersten Band gestolpert. Die Rote Königin, die Farben des Blutes, Band 1 von Victoria Aveyard. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Es ist mit dem iPad relativ blöd, das spiegelt ein bisschen. Deswegen kann ich euch das gerade nicht richtig zeigen. Ich weiß, dass ein paar von euch das Buch gelesen haben oder es zumindest auf ihrem Sub liegen haben. Und deswegen hat mich das auch neugierig gemacht und ich musste es mir einfach zulegen. Vor allem für ein halbes Guthaben und es ist eine ungekürzte Variante. Da kann man schon mal ja sagen. Und jetzt lese ich euch die Inhaltsangabe vor. In der Welt, in der Mare Barrow lebt, wird alles von der Farbe des Blutes bestimmt. Es gibt Menschen mit rotem und solche mit silbernem Blut. Mares Familie gehört zu den niederen Rats, deren Aufgabe es ist, der Silberelite zu dienen. Denn die besitzen übernatürliche Kräfte, auf die sich ihre Herrschaft gründet. Um einem Freund zu helfen, schleust Mare sich als Dienstmädchen in die Sommerresistenz des Königs ein. Und dort geschieht etwas Unerwartetes. Als sie bei einem Fest in Gefahr gerät, zeigt sie vor den Augen des versammelten Silberadels, dass auch sie eine besondere Fähigkeit besitzt, obwohl ihr Blut rot ist. Um diese ungeheuerliche Tatsache zu vertuschen, zwingt sie der König, sich als verschollene Silberprinzessin auszugeben und verlobt sie mit seinem jüngsten Sohn. Dabei ist es dessen Bruder, der Thronfolger, der Mares Herz höher schlagen lässt. Doch von jetzt an gelten die Regeln des Hofes. Mare darf sich keine Fehler erlauben. Trotzdem nutzt sie ihre Position, um die aufkeimende Red-Rebellion zu unterstützen. Sie riskiert dabei ihr Leben und das vieler anderer. Denn ihr Eingreifen setzt einen gefährlichen, tödlichen Tanz in Gang, bei dem Prinz gegen Prinz steht. Verstand gegen Herz und Mare zwischen allen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Hörbuch und ich hoffe, dass ich demnächst doch tatsächlich mal dazu kommen werde, Mare zu hören. Ich bin gespannt, weil ich glaube, vielleicht findet sich zwischendurch nochmal was. Es ist ja nicht so offensichtlich, wenn man Stöpsel im Ohr hat, als wenn man mit einem Buch irgendwo sitzt. Und ich werde ja viel Zeit auf der Arbeit verbringen. Musst du es? Nein, natürlich nicht. Aber mal gucken, sei es auf dem Weg dorthin oder auf anderen Autofahrten, da höre ich ja immer mal ganz gerne.
Weiter geht es mit einem Buch von Cassandra Clare, die ja auch die City of Bones-Reihe geschrieben hat. Das hat mich sehr überrascht. Und zwar Magisterium, den ersten Teil, Der Weg ins Labyrinth. Das Buch ist mir tatsächlich schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Und ich habe es ein paar Mal auf meiner Wunschliste gehabt und dann wieder gestrichen und mir draufgeschrieben. Ja, und jetzt dachte ich mir, wenn es halt für ein halbes Gutachten, für ein halbes Guthaben haben angeboten wird, also für 4,95. Die Aktion läuft übrigens noch eine ganze Weile bei Prime, also schaut doch gerne mal rein. Vielleicht findet ihr da ja auch was für euch. Nee, und da dachte ich mir so, das schadet ja nicht, wenn ich mir bei Audible. Es läuft bei Audible, nicht bei Prime. Schaut bei Audible rein. Schaut bitte bei Audible rein und nicht bei Prime. Auch wenn die Sachen zusammenhängen. Ich meine Audible. nee, und da dachte ich mir, dass ich mir das auch mal zulegen kann. Vor allem Cassandra Clare habe ich hier bisher gerne gelesen. Geschlagen mit einem lahmen Bein und einer scharfen Zunge ist der 12-jährige Callum Hunt nicht gerade der beliebteste Junge auf dem Planeten. Doch das ist erstmal sein geringstes Problem, denn just in diesem Moment befindet er sich auf dem Weg ins Magisterium, der unterirdischen Schule für Zauberei. Ein dunkler und geheimnisvoller Ort. Dort soll er bei Master Rufus, dem mächtigsten Magier der Schule, in die Lehre gehen. Doch alles, was Call über ihn und das Magisterium weiß, lässt ihn befürchten, das erste Schuljahr nicht lebend zu überstehen. Also ich finde schon, das hört sich so ein bisschen so an wie Harry Potter in ähnlichen Zügen. Und als wäre es eigentlich für eine jüngere Generation geschrieben. Aber ich denke mir so, hey komm, ein Hörbuch für zwischendurch. Wobei das Hörbuch hat 9 Stunden und 20 Minuten. Da kann man schon mal ein bisschen Zeit mit verbringen. Und ich denke, ich bin recht neugierig auf dieses Hörbuch. Und damit sind wir mit meinen Neuzugängen in diesem Monat auch tatsächlich schon wieder durch. Mehr hat es gar nicht gegeben und ich kann euch leider gerade gar keine genaue Zahl von meinem Sub nennen. Wenn ich es inzwischen ausgerechnet habe, dann schreibe ich euch hier unten jetzt mal hin, wie mein Sub derzeit aussieht, wie die Zahl lautet. Ansonsten schaut gerne mal auf meinem Blog vorbei. Ich verlinke euch meinen Sub, den Link zu meinem Sub stecke ich euch in die Infobox unten. Da könnt ihr gerne mal nachschauen, da steht eine Zahl. Es ist schon eine recht hohe Zahl. Ja, ich weiß. Und es befinden sich tatsächlich auch viele Reihen auf meinem Sub. Also ich denke, ich werde noch ein bisschen was zu tun haben. Gut, damit sage ich nun aber vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht findet ihr hier an der Seite noch ein paar Videos von mir, die euch auch interessieren könnten. Oder ihr lasst ganz gerne mal einen Daumen nach oben da und hier unten könnt ihr auch ein kostenloses Abo da lassen. Ich würde mich super, super freuen, wenn ihr mir auf meinem Weg zu den 200 Abonnenten helfen würdet. Dann habe ich auch ein kleines Abonnenten-Special für euch. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir lesen uns in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal.